So. Und jetzt machen wir Plan B. Wir verkaufen alles, was wir haben an Farmen und werden jetzt ausrüsten. Ausrüsten und zwar ordentlich. So. Was halt geht, geht, sag ich mal. Genug Geld haben wir ja. Was anderes fällt mir jetzt nicht mehr ein. Sonst schaffen wir das nicht, ne? So. Hier nur einen. Da nur einen. Und den letzten kriegen wir hier noch. So, los geht's. Rift 33. Ja, Power ist es schon, das muss ich zugeben. Aber wir kriegen auch jetzt fast kein Geld mehr. Aber mal schauen, ob wir das aufhalten. Bis jetzt sieht es ja nicht so schlecht aus. Da ist ordentlich Mumps in der Hose. So, Wave 34. Die niemand schaffte. Da kommen sie. Und wir schaffen es auch nicht. Ich kann die nicht aufhalten. Ich wüsste nicht, wie ich die aufhalte. Seht ihr, was ich meine? Ich kann die nicht aufhalten. Die schwarzen kannst du ohne eine Spike Factory nicht aufhalten. Es geht nur mit Spike Factory. Das ist noch nicht geschafft. Was ich nicht verstehe, er hat Runde 33 und wir auch. Warum kann's, bekommt sie er jetzt, ne? Nicht ich, das ist ein bisschen blöd, weil er ja der Erste war, oder was? Das ist ein bisschen verarsche. Weil das kann man nicht schaffen. Ohne Spike Factory kriegst du sie nicht. War jetzt wieder mal reine Zeitverschwendung, ja, was wir gekriegt haben. Ja, grausliche, sagen wir mal 5 Plus Tons. Yippee, oh, da freut man sich, ne? Den Arsch. So, den haben wir ja noch nie geschafft. Der ist zu hart, weil keine Farmen erlaubt sind. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir nehmen irgendwas ein, weil so kommen wir nicht vorwärts hier. Wir brauchen ein bisschen mehr Gebiet und so ein Zeug. Wie sieht's denn hier aus? Das können wir machen. Oh, keine Spike Factory. Ne, ist nicht schaffbar ohne. Brauche ich gar nicht probieren. Ohne Spike Factory schaffst du so schwierige Levels nicht. Und ohne Bananenfarm auch nicht. Ja, kannst du vergessen. So, ohne Bananenfarm, das probiere ich gar nicht, weil das ist sinnlos. Ne? Sinnlose Dinge wollen wir nicht machen. Hier auch wieder ohne Bananenfarm kannst du schmeißen. Ist nicht möglich. Ist einfach unmöglich. Weil du kriegst zu wenig Geld zusammen. So, das können wir probieren, das geht auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Wird sehr schwierig werden. Aber sehr schwierig heißt nicht unmöglich, Leute. Also, das mal dazu. So. Den Hammer. Nehmen wir gleich einen zweiten. Hm, ich überlege gerade, welchen Tor nehmen wir. Ich würde so einen Ninja gerne nehmen. Mal schauen, ob wir genug Kohle kriegen. Jo, kriegen wir. Meine Ninjas, die sind nämlich nicht schlecht und halten mal die kleinen Pissbacken hier ganz gut auf. So, let's go! Nonstop habe ich vergessen. Kann man Geld sammeln? Oh, da kommt aber einiges. Die kleine zweite Farm aus. Wir kommen gut vorwärts hier. Danach machen wir wieder was an den Tauern und zwar an dem. So ein Dreierschuss wäre jetzt ganz brauchbar. Hammer. Nice one. Ich überlege gerade wegen Nachlegen. Müssen wir nicht. Müssen wir ein, zweimal. Das war schon knapp jetzt. Zur Not müssen wir den upgraden. Muss man schauen, wie sie sich entwickelt. Wie viel brauche ich hier? 13,55. Ja, derzeit geht es ganz gut. Und wir nehmen den, danach den.
Läuft. Oh, Stall bei uns. Hopp. Gut gesetzt. Weg sind sie. Es war nur so eine Art Vorhut. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Aber was gegen Stahlblons? Am besten den Bumerang. Die sind ganz in Ordnung. Als Leistung passt da. Setzen wir hier hin. Die lassen wir auf die Stärksten gehen. So, Stahlblons haben wir. Jetzt müssen wir den Rest natürlich noch machen. Und wir sollten uns mal eine Spike Factory langsam zulegen. So, rechte Seite vorher nur von denen, dann haben wir wirklich Ruhe. Passt. So, jetzt gehen wir wieder da runter. Ein bisschen bei den Farmen wieder was machen. Kommen wir ganz gut klar. So, das läuft so halbwegs. Wir haben noch immer keine Spike Factory, also sollte man langsam mal. Aber dabei geht's noch. So, mal das hier. Nur Keramiks dürfen keine kommen, dann wird's schwierig, aber sonst geht's gerade. So, Wave 10. Ich würde das gerne fertig bauen jetzt. Ja, es werden demnächst Keramiks kommen. Die letzte Farm baue ich auch noch. Das riskieren wir jetzt. Und dann eine Spike Factory kleiner. So, dann kriegen wir nämlich genug Geld, dass wir uns das ohne Probleme leisten können. So, alles klar. So weit haut's hin. Jetzt kommt der da hin. Oder da? Gehen wir den da hin? Geht das nicht aus? Dann dahin. So, die müssen wir sprengen. Das geht nicht anders. So, jetzt aber die Spike Factory hier und zwar Dali Bagali. Ist aber kein Problem, wir kriegen jetzt wirklich genug Gasche. Haben wir schön aufgebaut hier. 28 Waves haben wir vor uns, also doch einiges. Ich überlege gerade, das zum Aktivieren oder nicht. Nehmen wir das zum Aktivieren. Wir nehmen jetzt nur welche zum Aktivieren, machen wir mal eine neue Taktik. So, damit es billiger wird, nehme ich auch jetzt das da. Da haben alle was davon. So, ein bisschen nach links, da kann ich vielleicht noch eine daneben stellen. Das wäre nice. Ist in der Range, ja. So, das kann jetzt im Moment nichts passieren, wenn wir zwei haben. Das sollte ganz gut gehen, auch wenn Keramiks kommen. Gegen Bosse haben wir ja auch schon was. So, dann machen wir das in der Mitte. Beziehungsweise zuerst die Farmen hier ein bisschen upgraden. Wave 15. So, bis Ende 17 machen wir noch Farmen und dann schauen wir weiter. Soweit der Plan. Doch einiges, aber unter Kontrolle haben wir es noch. Wave 17 jetzt. Keramiks.
das sollten wir hinkriegen. Kein Problem. So, den einen noch. Und 18. Erster Boss, Geschichte. Zweiter Boss, Geschichte. Dritter Boss, Geschichte. So, das läuft. Die Taktik ist nicht schlecht. Jetzt werden wir das hier ein bisschen upgraden, dass die ein bisschen auch halten und nicht gleich verschwinden, die Bananen. Das ist durchaus wichtig. So. Dann das hier ein bisschen fördern. Dann greifen die auch die Camouflage dann an, das ist durchaus praktisch. Sehr viele Keramiks. Das könnte ein Problem jetzt werden. Nein, wird's nicht. Wir haben es unter Kontrolle. So, dann nehmen wir mal das zum Aktivieren langsam hier. Hammer. Eine zum Aktivieren ready. Der zweite wird auch gleich ready sein. Locker, zackig, flockig, sage ich nur. Es wird ein grüner kommen. Da müssen wir uns drauf vorbereiten. Ich werde auch noch eine dritte nehmen hier oben. Haut einwandfrei hin, überhaupt kein Thema. So, dann upgraden wir die dann noch. Das Moos haben wir ja, ist überhaupt kein Thema hier. So, da kommt alles Mögliche hier, aber das geht. Kein Problem. Alles rot schön in Kambodscha. So, den letzten dann noch. Ein bisschen viel hier langsam. So, da müssten wir jetzt wirklich aktivieren. Das ist noch zu knapp. Hey. So, die Automatik hau jetzt mal raus. Immer zu heiß hier gerade, so gesehen. Ja, aktivieren wir das. Sicher, sicher, Leute. Wir wollen hier keinen Stress. Wir wollen das schaffen. So, jetzt haben wir ein bisschen Time. Ich würde sagen, the good old Super Monkey. So, und Geld brauchen wir, damit wir ihn upgraden können. Macht schon sein Damage, absolut in Ordnung. Jawohl. So sieht's aus, Leute. So haut es hin, so macht es Fun. So geht's auf die Eier für die Bloons. So, da trinke ich nochmal einen Schluck Kaffee drauf. Wave 25 ist in der Haus. Und wir probieren das erste Mal jetzt das aus. Ich will das mal nehmen, es rentiert sich jetzt nicht mehr, aber ich will es einfach mal ausprobieren. So, die Range wird ein bisschen größer, nicht schlecht. Wir brauchen hier Tier 4, das wäre geil. So, was kann ich jetzt noch tun? Wir bauen noch einen dritten zum Aktivieren, und zwar hierhin. Wave 26. Und keine Chance, die Kackbloons gegen uns. So, dritten zum Aktivieren ready. So, da, Wave 27, nach der Runde wird verkauft, die Bananenfarmen hier, wenn wir sie ja nicht mehr brauchen. So, das aktivieren wir mal. Machen wir ein bisschen Luft hier. Zur Not ein zweites Mal.
Sicher, sicher. So, jetzt geht es über den Jordan. Brauchen wir ja nicht mehr. So, dann kaufen wir uns einen Super Monkey. Und einen dritten Super Monkey. Und wir kaufen uns noch eine Sprite Factory. Auch zum Aktivieren. Und weil ich so lustig bin, Nummer 5 zum Aktivieren. So, jetzt schauen wir kurz auf die Range. Geht's hier nur 6 Stars hier? Jo, Nummer 6 zum Aktivieren! Yay! Da kommt nichts mehr durch, Leute. War ein grüner offensichtlich. So, können wir den jetzt langsam kaufen hier? Brauchen Kohle! Tja, kam nicht mal ein grüner oder er wurde gleich zerstört. Aber ich glaube, der kam nicht mal. Schöne 5 Bluestones, die sind schön verdient, wirklich verdient, sage ich. Das hat Spaß gemacht, die Runde. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Hattet euren Fun mit mir. Es war sehr hart. Easy peasy, das Wort kann man hier jetzt nicht benutzen. Ne? So, wir bauen die Hütte hier hin. Und jo, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Ich würde hier gerne nur ein bisschen Super Monkey Zeug bauen. Und brauchen hier ruhig noch ein paar mehr. Kann man nur überhaupt? Nur eine. So, dann baue ich hier was runter, weil dieses Player versus Player, da so viel Platz brauchen wir auch nicht. Dann können wir hier noch ein bisschen Zeug bauen. So, dass wir hier die Tier 4 einmal angehen. Hey. Ich möchte bei einem bestimmten Tier 4 haben. Und zwar, warte mal, bei dem wäre es nicht schlecht. Ist da. Der ist es, glaube ich, was ich brauche. Guerilla-Taktik, genau. Ninja Monkeys. Das brauchen wir. Aber der braucht einen Dschungel. Das kann man nur im Dschungel bauen. Wo ist hier ein Dschungel? Dschungel? Haben wir irgendwo Dschungel, Leute? Ich kann ja Gebäude verschieben, ist nicht so das Problem. Ich sehe keinen Dschungel. Scheiße. Wir haben keinen Dschungel. Das ist Dschungel, oder? Kann man denn... das kann man nicht. Ich habe keinen Dschungel! Ist hier irgendwo noch Dschungel? So viel Pech, ha? Wir haben keinen Dschungel. Dann kann ich das da meine bauen. Ich sehe keinen Dschungel. Sehr selten der Dschungel offensichtlich. Hier ist Dschungel. Ist das Dschungel? Dschungel, ja. Oh, habe ich das aus Versehen? Warte mal, was ist mit dem? Ah, hier können wir das hinbauen, okay. So, ich habe es gefunden. Also, wo ist das Gebäude jetzt nochmal? Hier. Das ist ein Special Terrain. Das ist ein Requirement für das Super. What? Don't try this. Ich drücke jetzt mal Yes, whatever der mir laberte. So, dann bauen wir weiter. Jungle war wirklich selten. Ah, Special, hier sind sie. Den auf Tier 4, das können wir auch brauchen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.